uns war klar, dass das heute einfach wichtig wird, zu gewinnen. Wir mussten gewinnen, wir haben gewonnen. Das Tor am Ende ist so ein bisschen, nervt so ein bisschen, aber egal. 4:1, 3 Punkte und das ist das Einzige, was zählt. Ja, es ist enttäuschend, dass wir uns haben so überraschen lassen ein bisschen. Ne? Wir wussten genau, was der Gegner macht. Daher darf es nicht überraschend sein. Und wenn wir wie die Saison bisher dann so dumme Tore kriegen, Standards, einfach zu verteidigende Tore, dann ist man einfach nicht Regionalliga-tauglich. Und das müssen wir dann auch immer jetzt so einsehen und akzeptieren. Weil im Spielerischen können wir hier mit fast allen Mannschaften mithalten in der Liga. Aber darauf kommt es in der Regionalliga nicht an, sondern auf die einfachen Sachen, Standards und gut zu verteidigen. Und das machen wir nicht gut und haben verdient auch in der Höhe verloren heute. Wir wollten sehr, sehr offensiv spielen, wir wollten Pressing spielen, wir wollten natürlich viel über außen kommen und die Chancen alle verwerten. Ich glaube, so viele hatten wir am Ende gar nicht. Wir hatten eigentlich eine gute Torquote und Plan ist, denke ich, aufgegangen in der zweiten Halbzeit. Die erste Viertelstunde nicht so, aber hinten raus ist das dann eigentlich auch egal. Sind ganz jetzt ein bisschen deutlich heute gewesen. Die meisten anderen Spiele waren sehr, sehr knapp, wo auch wir gleich mindestens gleichwertig waren oder besser, aber eben durch diese einfachen Tore, Standards ganz viel, insbesondere Gegentore kriegen. Und wir versuchen die ganze Zeit schon das abzustellen, haben dann noch Pech mit Verletzungen und wichtigen Spielern, die ausfallen und dann können wir das nicht kompensieren, weil unser Kader nicht stark genug ist in der Breite, was auch nicht geht für einen Amateurverein wie uns, weil wir immer am Limit spielen müssen und von daher müssen wir in der nächsten Saison in Liga tiefer das neu anpacken und neu aufbauen, wie wir es davor auch schon gemacht haben. Boah, eigentlich weiß ich nur, dass der Juri eine schöne Flanke bringt, der Innenverteidiger verschätzt sich, kommt frei zum Kopfball und ja. Das war ein neuer Impuls, das, was wir brauchten, denke ich. Man will den Trainer nicht die Schuld geben. Es ist nun mal so, es wirkt jetzt so, aber letztendlich war das jetzt ein frischer Impuls, noch mal ein bisschen Kraft gegeben, konnten uns noch mal strafen, motivieren. Und die Jungs tun ihr Bestes, egal ob es der Trainer ist oder Femi. Und Rosi, die Co-Trainer, machen auch einen super Job. Und ich denke, insgesamt einfach positiv.